Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns hier mal wieder versammelt, um mal ein paar Kreuzworte miteinander zu wechseln. Und ja, da würde ich doch mal sagen, wir können das mal versuchen. Eine amerikanische Fee Farm ist natürlich das da. So, was haben wir noch? Okay, die Initialen der Autorin Agatha Christie ist dann wohl Animal Crossing oder Ace Combat oder Assassin's Creed. Pfütze. Ja. Keine Ahnung bisher. Saugen. Nee, weiß ich noch nicht. Körniger Schnee. Hagel? Graupel? Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Eroberer. Ivan der Schreckliche. Butterfrucht. Was ist denn eine Butterfrucht? One-Night-Stand, Abkürzung ONS übrigens. Nicht, dass ich mit sowas Erfahrung hätte, aber zufällig. Warum steht da nicht dann wenigstens Abkürzung davor? Zitzitze. So, und dann haben wir hier die Ankh. Unft. Spielkarten sind natürlich wieder Asse. Das ist ja auch schön getrennt. Spielkarten. Hä? Naja. Körniger Schnee, was könnte das sein? Bernsteinfarben ist braun? Nee. Ah, das wäre schön. Demoskopie, oh nein. Zusammenstoß ist ein Rums, ein Knall, ein Bumm. Eine der Gezeiten ist die Ebbe oder die Flut? Vorläufer des RBB, oh Gott. SFB war das, genau. Fragt mich nicht, was das ausgeschrieben hieß. Hörorgane sind die Ohren. Das haben wir schon mal. Zusammenstoß ist ein Crash. Ja. Rue ist die Straße auf Französisch. Was haben wir hier noch? Englisch I is egg. Okay, free ist das. Okay, was ist eine Demoskopie ist. Oh, ich dachte jetzt schon, das ist so irgendwie was, was man als Arzt einem Patienten antut, aber nein, das ist ja nur eine Umfrage. Amber ist die Bernsteinfarbe. So, saugen. Ist nuckeln. Ja, nicht, dass ihr an irgendwas gedacht habt wie lutschen oder. Reden wir nicht weiter drüber. Zur Erde gehörig. Erdlich. Weltlich. Irgendwas mit Lich wahrscheinlich sogar wirklich. Wirklich. Eine Pfütze ist erstmal eine Lache. Amtsstelle wäre ja dann irgendwas mit L. Segelknoten. Ach. Ach. Machen wir erstmal die Telco. Schlüpfriger Witz ist eine Zote. Monte von Zote. Nein, Herrschersymbol ist, ja. Folglich ist auch. Also, nicht ergo. Schlecht riechen. Oh ja, das weiß ich. das Herrschersymbol ist die Krone. Segelknoten, ja, gute Frage. Steg? Haha. Starke Zweige sind Äste. Okay, Instanz. Ah, also ist das doch hier was anderes. Edelgas. Könnte Neon sein. Ist auch Neon. Saarbrücken könnte SB sein. Ja. Dann haben wir hier die Rebe. Erdisch vielleicht? Irdisch. Irdisch ist es. Ah. Ja. Insasse ist das hier nämlich. Dann haben wir hier Trier. Wahrscheinlich TR.
Ob das R jetzt für das erste oder das letzte R steht, ist ja erstmal egal. Monarchentitel. Ja. Ganz genau. Was ist das denn? Tja. Körniger Schnee. Ich habe echt keine Ahnung, worauf die da hinaus wollen. Sinnlichkeit. Dreiklang ist ein. Oh, was ist das denn nochmal? Terz ist es nicht. Ribonukleinsäure, RN, S oder A? Boah, ist ja fies. Wenn die Säure hinschreiben, dann sollen die auch bitte nicht das A am Ende haben. Junge! Das ist ja dumm! Nein, also ist auch richtig, es ist nun mal, aber normalerweise heißt es dann Ribonuclein Acid. Und nicht Ribonukleinsäure. Was haben wir noch? Monarchentitel. Bin ich immer noch nicht so ganz. Okay, Zwillinge ist Gemini. Richtig. Dreiklang, Grins. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, Trios? Nee. Trias? Trias. Ja. Inn ist der Fluss durch Passau. Dann haben wir hier den Kaiser. Der Kaiser ist es. Eretik? Nee. Ach, Sinnlichkeit ist doch Erotik. Och Gott. Sorry, ist leider nicht mein Fachgebiet. Ich kenne ja auch nur Nuckeln statt Saugen. ja. Eroberer. Ich würde fast sagen, hier könnte ein E oder ein I reinkommen. Oder O vielleicht sogar. Also auf jeden Fall kommt irgendwas. Was haben wir denn hier? Körniger Schnee. Harn, natürlich. Horn? Hirn? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich gehe jetzt einfach mal von oben bis. Ich gehe mal einfach alles durch, was ich hier eintragen könnte. Firn. Oh. 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 Ah. Oh. Das macht auf einmal Sinn. Es gibt nämlich eine Pokémon-Entwicklung, die heißt Firnontor. Oder so ähnlich ausgesprochen. Und jetzt verstehe ich also, wo der Firn-Teil daherkommt. Ich habe aber vorher noch nie was von Firn gehört. So. Invasor ist das wohl dann? Ja. Uff. Ah, das ist die Avocado. Bam. Und schon sind wir im grünen Bereich. Und das heißt, wir machen das nächste hier und versuchen ein Umstandswort rauszufinden. Oder ein Neuron. Könnte gegebenenfalls das sein, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Blütenpracht. Gießgefäß ist auf jeden Fall eine Kanne. Ja. Verduften. Könnte abhauen sein. Wissen wir noch nicht so ganz, würde ich sagen. Asiatischer Fluss. Tja, gute Frage. Abitur der Schweiz ja. Art. Stil zum Beispiel. Asiatische Hochlandrinder. Was sind das? Was sind das? Sind das diese Kobe-Rinder?
Aber dann wäre Art ja was anderes. Geschütz. Geschütz sieht aus, als wäre das Kanone. Aber dann wäre ja das wäre ja auch, dann wäre das nicht abhauen. Lotterieschein ist ein Los. Okay. Na, dann. Sich trollen wäre zumindest möglich. Art wäre dann wieder Stil. Aha, okay. Ich glaube, Trollen ist es hier. Also ist das hier ein E. Oh je. Musikalisch beben. Oh, was war denn das nochmal? Frühgottesdienst, keine Ahnung, so früh. Mäkelei vielleicht. Grob könnte rau sein. Fluss zur Nordsee. Ja. Haarentfernung, Rasur. Könnte das vielleicht wieder so was Ems sein oder so was in der Art? Bernsteinfarben hatten wir gerade. Amber. Okay, dann könnte das mit der Mäkelei immer noch richtig sein. Schreibwand. Ist eine Tafel, ist immer noch richtig. Ja, dann englischer Adelstitel, das wäre dann ja wohl der Lord wieder. Okay. Aufpassversteck. Was? Teil des Auges. Das Lied. So, dann haben wir hier ein I. Ja, ich würde sagen, die Mäkelei ist eigentlich ziemlich sicher. Machen wir mal hier dann ein L hin. Und hier hatten wir ein E. Okay. Gerätezustand. Gerätezustand aus oder was? Reittier vorbereiten, satteln eigentlich. Ach, ein oder aus wahrscheinlich dann. Dann wäre das hier ein I. Prüfung ist ein Test. Vielleicht hilft mir das was. Frühgottesdienst. Oh Gott. Drahtwicklung. Pink kriege ich noch hin. Da kommt also ein O rein. Dann via ist auch per. Hämophiler Mensch? Hämo. Was war denn Hämo? Bösartiger Tumor ist. Könnte vielleicht. Ist denn Hämophil? Wenn ich das mal wüsste. Wegzoll ist Geld. Nein. Also beim bösartigen Tumor bin ich ziemlich sicher, dass es Krebs ist. Dann ist das ja hier, könnte das ein Barbar sein, aber das muss nicht. Na nee. Barber. Nein, auch nicht. Aber Test ist ja hier das. Also ich würde sagen, R ist der dritte Buchstabe. Was haben wir denn beim ersten gehabt? Also V, O, R, vor. Drahtwicklung, weiß ich nicht. Moment, also fort. Ich würde fast sagen Vorteile. Dann müssten wir nur noch rauskriegen, dass das hier auch wirklich ein E ist. Truthenne ist eine Pute, oder? Ja. Probieren wir es mal. Versuchen wir mal so weit zu kommen. Rosa.
Spule, ach ja, natürlich. So, ja, dann sind es die Vorteile, würde ich sagen. Bam. So, Test via ist per. Ja. Und dann ist das hier wahrscheinlich der Krebs. Wegzoll ist auch genannt Maut. Maut! Natürlich! Ah, das ist ein Bluter dann. Ja klar, ich habe das Wort Maut selbst, ich kenne es definitiv, ich habe es selbst schon mal verwendet. Das kann ich sogar beweisen. Machen wir aber hier mal weiter, um unsere Vorteile uns erstmal zu sichern. Musikalisch beben, nee, machen wir noch nicht. Ich mache erstmal die Mäkelei. Ich mache erstmal eine Mäkelei hier. Das gibt's doch nicht, das ist viel zu einfach, das Rätsel. Ich hab's schon wieder geschafft. Ich muss jetzt nur noch fertig eingeben und dann war's das auch schon. So, dann haben wir hier Trollen. Ja, passt. Gießgefäß ist Kanne. Chemisches Element. Könnte Bohr sein oder sowas. Geschütz ist die Kanone. Jo. Also. Jax. So, einfarbig ist Uni. Und da bin ich jetzt raus. Tatsächlich. Objektiv ist. Objektiv halt. Blütenpracht könnte man als Meer bezeichnen, ist es aber nicht. Lateinisch für Geruch. Odeo. Irgendwas mit Ode. Umstandswort. Advent? Nee. Das hier ist erstmal rau. Dann haben wir hier Amber. Ach so, ein Umstandswort ist ein Adverb. Dankeschön. Sollte ich mir mal merken. Habe ich im Deutschunterricht wahrscheinlich nicht so aufgepasst. Oder Odor. Odor, natürlich. Ach, das hätte man auch wissen können. Dafür ist pro. Vor allem, weil es im Englischen halt so ziemlich genau dasselbe Wort ist. Also genau dasselbe Wort. So, Blütenpracht ist Flor. Okula. Nukula. Das Wort heißt Nukula. Erstmal das Los. Nicht ohne, ist mit. Ha, dieses Rätsel ist ja wirklich mit. So, Reittier vorbereiten ist Satteln. Hatten wir ja mal gesagt. Amerikanischer Musikpreis, EMA. AMA war das ja. Richtig, Regelverstoß. Machen wir erstmal die Tafel voll, dann Lord einmal. Ein Foul ist das hier. Dann ist Musik beben Tremolo. Och Mann, dass ich das immer vergesse. So. Okay. So, was haben wir hier? Also. Okular. Das Wort heißt Okular. Ach ja. Ah, das war die Matura. Ah, jetzt habe ich's auch. Mann, natürlich. Das Abi in der Schweiz ist die Matura. Die, wenn man so möchte, irgendeine Reife. Hochschulreife ja eigentlich. Und also zumindest von einem anderen Wort für reif ist das ja hier anscheinend auch abgeleitet. So könnte ich es mir zumindest merken. Diese sogenannte Matura. Ich finde das ja zum Beispiel auch schön. In der Schweiz sagt man zum Krankenhaus Spital. Weil irgendwarum. Wegen irgendwelcher Gründe. Und das lässt sich gut ableiten, wenn man das englische Hospital kennt. Ja. Und damit, mit diesen Worten. Hoffe ich, dass ihr mal wieder was dazugelernt habt und wenn nicht, dann guckt beim nächsten Mal rein und vielleicht habt ihr Glück und lernt dann was dazu. Naja, jedenfalls, ich bin da mal raus.
schönen Abend noch oder schönen Tag und was auch immer. Bis zum nächsten Mal.